herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Diablo 4. Ja, in der letzten Folge haben wir Nirel den Arm abgeschnitten und Ilias Finger verbrannt. Ja. Das war die Amputationsfolge. Okay, mal gucken, wie es hier geht. Es war kein Traum. Mein Arm. Er ist tatsächlich fort. Hier steht das durch. Ihr werdet mich verlassen, nicht wahr? Ihr werdet einen Ort finden, an dem man sich um mich kümmert. Wollt ihr zurückgelassen werden? Ja. Nein! Ich will nur niemandem zur Last fallen. Dann werden wir euch nicht verlassen. Das kam mir nie in den Sinn. Na, guter. Jetzt auf einmal. Es bleibt keine Zeit mehr zum Ausruhen. Ihr solltet nach Daunen sehen. Wir treffen uns später in der Zakarum-Bastion. Jawohl. Und wir hüpfen mal zu Daunen. Ihr seht müde aus, alter Mann. Selbst für eure Verhältnisse. Ich kann das Ritual übernehmen, wenn... Wenn ihr es allein machen könntet, wäre es bereits getan. Jetzt haben sie alle was zu reden. Wie kommt ihr zurecht? Das Fieber hat sich zumindest gesenkt. Jetzt pocht nur noch meine mein Arm. Lorat verspricht, dass es besser wird. Ist momentan schwer zu glauben. Warum seid ihr hier? Nach all dem Gerede über die horadrischen Künste wollte ich sie selbst sehen. Klar. Und was hast du noch zu sagen? Leider ja. Genau wie Nerell. Daunen hat vielleicht endlich einen klaren Kopf, aber der Seelenstein ist unsere einzige Waffe gegen Lilith. Ich werde nichts dem Zufall überlassen. Gut, na dann wissen wir ja alle, was zu tun ist. Ich für meinen Teil bin es. Zumindest bereit, den Seelenstein auszurichten. Und was danach kommt, Lilith zu fangen und sie im Stein zu binden. Wir wissen, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist. Haben die anderen gemacht. Ich muss daran glauben, dass es nun an uns liegt. Nicht an der Prophezeiung, an Inarius oder sonst jemandem. Ja, doch an uns. Achso, hier, uns. Nicht hier uns, sondern hier uns. Wie immer halt. Wir waren immer schon die Scheiße ausbaden mussten. Irgendetwas stimmt hier nicht. Was denn? Mit diesem Ort stimmt rein gar nichts. Erledigen wir das lieber schnell. Na, wir denn, Ilias steht schon hier. Und wartet auf uns. Na, das hätte ja, ihr kleinen Schluchtenjodler. Hab schon gebadet auf euch. So, was wird passieren? Was, das kann nicht sein. Ist der Seelenstein hin? Irgend sowas. Ach ne. Vier Mann, vier Ecken, los geht's. Wir sind alle hier. Was passiert jetzt? In Ordnung, Lorat. Wir werden die sechs Siegel von Dendas der Reihe nach eingravieren. Darauf folgt das zweite und vierte. Umgekehrt. Es ist schön, dass ihr euch auch mal einig seid. Konzentriert euch. Echt mal. Fangen wir an. Dort. Spürt ihr das? Nein. Was ist los, Hexe? Jemand nähert sich. Es ist Ilias. Er ist hier. Wir müssen... Lorat, wagt es nicht zu gehen. Ich werde ihn selbst töten. Nein, wirst du nicht. Wo willst du denn hin? Bleib hier, Alter.
beim ersten Mal schon nicht funktioniert. Oh. Ich bin noch nicht bereit. Zippel die. Hey, Großer. Verlangt, dass ihr bezahlt. Und ich ebenso. Ich werde euren Baum abfackeln und eure Leiche in Flammen werfen. Ich bin niemandem außer der Mutter etwas schuldig. Elias, was er schon mal stärker. Deine Dauervorstellung hier, was du da bietest. Langweilig. Denk mal, wie recht die Macht aussieht. Was denn also? Wie oft müssen wir das noch tun, bevor ihr es lernt? Ihr werdet mich niemals töten können, seht es ein. Ich war in den tiefsten Kammern des versunkenen Tempels, Elias. Ja. Ihr habt vor mir keine Geheimnisse. Hast du das ihm erzählt? Oh, deswegen. Okay. Wo ist sie jetzt wieder hingerannt? Legendaries um uns. Finde ich gut. Bin ich dabei? Sehe ich auch. Was, Elias? Ich habe ihn in den Tunneln verloren, aber der Sumpf hat ihn jetzt. Horadrim, wir wollten es gerade ohne euch beenden. Er ist noch am Leben. Wo ist er? Am Ende dieser blutigen Spur. Hier entlang. Seid ihr fertig mit eurem Schnulli-Scheiß? Ich bin später wieder da. Oh, da liegt da. Taisa, ich muss mit ihm reden. Dann tut es, Horadrim. Lorat. Oh, Elias. War es das alles wert? Wirklich? Ich brachte Lilith nach Sanctuario.
Niemand hielt dies für möglich. Und wenn die Hölle über diese Welt hinwegfegt, werde ich an ihrer Seite stehen, um sie zurückzudrängen. Ihr habt mich ganz allein jene Grenzen überschreiten lassen, die ihr nicht zu überschreiten wagtet. Ihr seid nichts außer ein verschwendetes Leben. Denkt nicht daran, mir zu vergeben, alter Mann, denn ihr habt uns an diesen Punkt gebracht. War es das wert? Die Frage eines Feiglings. Sie passt zu euch, Lorat. Elias von Aranok. Oh, erspart mir das. Aus freiem Willen habt ihr dem flüsternden Baum einen Eid geschworen. Dies ist nicht das Leben, das ich verdiene. Der Baum vergisst keinen Eid und er vergibt auch keine Schuld. Es ist Zeit, loszulassen. Das war mein großer Rabe. Was passiert jetzt? Ich höre Gelächter im Wind. Elias Kopf hängt vom flüsternden Baum. Und euer Seelenstein ist ausgerichtet. Hier verlasse ich euch. Bitte? Wir treten Lilith gegenüber. Ich hatte gehofft, ihr würdet mit uns kommen. Ich kenne die Schwere eurer Gründe. Aber Lilith ist weiterhin euer Anliegen. Meins liegt woanders. Dann heißt es also, lebe wohl. Und danke für den Tee. Gebt auf euch Acht, Donan. Ja Gott, hier war das. Ihr habt meinen Namen genannt. Lorat wird nicht glauben. Wo ist er? Ich habe ihn nicht gesehen. Seit Elias ihn mit seinen letzten Worten einen Feigling genannt hat. Um seinen Mut zu beweisen, tat er was? Losziehen, um Lilith allein gegenüberzutreten? Elias hat uns nie gesagt, wo wir sie finden können. Aber sein Kopf hängt am flüsternden Baum. No. Der Baum weiß also, wohin Lilith unterwegs ist. Lorat könnte fragen, aber er wird den Preis zahlen müssen. Was für einen Preis? Denselben, den Elias gezahlt hat. Die Ewigkeit am Baum. Bruder, nein! Schnell zum Baum! Haltet ihn auf! Ja, dann los. Wie praktisch. Da ist er. Da gehen wir doch mal hin. Da hängt er. Lorath, habt ihr jetzt... Lorath, was habt ihr getan? Lilith ist uns schon viel zu lange zwei Schritte voraus. Der Baum wusste, wo sie ist. Ich habe gefragt. Seine Antwort war den Preis wert. Den Preis wert? Ihr schuldet dem Baum euren Kopf. Wenn ihr sterbt, werdet ihr hier mit den anderen gehängt. Na und? Brauche ich etwa eure Erlaubnis? Es ist geschehen.
Vergesst es. Während wir hier im Schlamm stehen, ist Lilith auf dem Weg, Mephistos Macht zu absorbieren. Sie hat ein Tor zur Hölle gefunden und nähert sich mit dem Schlüssel. Wo ist das Tor, Bruder? Unter Caldeum. Es wird doch sicher jemand Widerstand leisten. Nein. Die Narren haben sie willkommen geheißen. Es liegt an uns, sie aufzuhalten und in den Seelenstein zu sperren. Das ist alles, was zählt. Und wenn Lilith bereits durch das Tor gegangen ist... Mann, was ist das Problem? Wir folgen ihr in die Hölle. Ich werde uns mit allen Mitteln dorthin bringen. Wir vier? Allein? Das ist Wahnsinn. Kein Irrsinn, Kind. Pflicht. Wir treffen uns zur Vorbereitung in Tazarak. Betet, dass wir nicht zu spät sind. Eigenartig zu wissen, was nach dem Tod kommt. Immerhin ein verdammtes Rätsel weniger, um das man sich kümmern muss. Lag ich falsch? Ich habe getan, was ich tun musste. Wir suchten Antworten und fanden sie. Lilith plante, die Tore der Hölle zu stürmen. Astaroth, Radma und der Schlüssel, alles hatte zu diesem Punkt geführt. Doch wir wussten nicht, dass Inarius und die Kathedrale einen Feldzug gegen Lilith begonnen hatten, als wir noch im Sumpf umherirrten. Ihre Schlacht würde die Welt verwüsten und der, der siegreich hervorgeht, würde ihren Überresten keine Gnade zeigen. Wir hofften, Lilith vor Inarius zu erreichen, doch wir konnten nicht vorhersehen, was als nächstes passieren würde. Lorath wird nun Geschichten erzählen. Akt 4 abgeschlossen. Hübsch. Töten und Klingzeit. Ja, hübsch aber. Nicht gut. Schade. Ja, Geisterschmied. Mhm. Kommt wieder, wenn ihr die Schmiede braucht. Klar, machen wir doch. So, dann, wo müssen wir jetzt hin? Erst gehen wir mal in die Hauptstadt. Jetzt geht das Schlag auf Schlag hier. Endlich. Ein Bösewicht nach dem anderen wird fallen. Gut. Hallo? Kann nicht euer Ernst sein, Tomiris. Morgens Torheit ist verloren. Völlig zerstört. So, dann wollen wir mal weitermachen. Achso. Edelsteine will ich noch haben.
Sagen wir mal gucken, wo die anderen rumspringen. Euer Schweigen bringt euch nur noch mehr in Bedrängnis. Ich will Späher auf der Straße nach Westen. Wachen auf den Mauern. Okay. Die Sünder werden angerannt kommen. Lasst niemanden hindurch. Okay, was geht denn ab? Hey. Na, wie sieht's aus? Lorat und Dornen sind nach Caldeum gegangen. Die Ritter marschieren zur Stadt. Sie hielten es für das Beste, ihnen zu folgen. Aber ich wollte auf euch warten. Sehr freundlich. Darf ich euch etwas fragen? Klar. Etwas Persönliches? Ja. Natürlich. Habt ihr je das Gefühl, dass keine eurer Taten einen Unterschied macht? Nee. Öfter, als ich zugeben will. Man nennt mich eine Heldin, aber im Herzen bin ich dieselbe Person, die ich immer war. Mächtig, sicher. Aber auch mit Fehlern. Ich gebe mir Mühe. Aber mein Bestes ist nicht gut genug. Nicht für Jorin oder eure Mutter. Wird es einfacher? Nee. Das ist möglich. Mit einem guten Verbündeten. Vielen Dank. Für eure Ehrlichkeit. Es hilft, zu wissen, dass ich nicht allein bin. Wir sollten gehen. Ich werde die anderen in Caldeum suchen. Ihr habt gesagt, die Ritter marschieren auf die Stadt zu? Es war nur eine Frage der Zeit. Nachdem Prava die Minen durchkämmt hatte, konnte sich Inarius vermutlich zusammenreimen, dass Lilith den Schlüssel zur Hölle gefunden hatte. Ihr solltet die Ritter singen hören. Sie sind so begierig auf die Hölle, wie sie es ist. Ist das Seelenstein sicher? Donan hat es. Aber ihr Plan scheint mir immer noch fehlgeleitet. Mephisto formt sich in diesem Moment neu. Wenn wir den Stein für Lilith verwenden, haben wir nichts, um ihren Vater zu bekämpfen. Richtig. Es muss einen besseren Weg geben. Die ist schlau. Seid ihr bereit für Caldeum? Ja. Aber ich habe Angst davor, was wir finden werden. Die Kathedrale ist auf Blut aus. Sie sind nicht hier, um irgendjemanden zu retten. Nein, waren sie nie. Da fragt man sich, ob ein Körnchen Wahrheit... Ach, egal. Ein Körnchen Wahrheit, woran? Ihr könnt es ruhig sagen. An dem, was Lilith gesagt hat. Es geht nicht um sie. Sie macht es nur schlimmer. Es ist diese Vorstellung, dass wir immer zwischen größeren Mächten gefangen sind, die sich nicht um uns scheren. Es sei denn, es ändert sich etwas. Und ich weiß nicht. Ich habe einfach Zweifel. Das ist richtig so. Die solltest du auch haben. Weil es wird sich nichts ändern. Was geht hier vor? Das hat nichts mit euch zu tun. Haltet euch von der Straße gen Westen nach Caldeum fern. Ein junger Mann aus Tesserak, der von den Rittern verurteilt und vor allen Augen gehängt wurde. Das sind doch Gläubige hier, oder nicht? Zumindest sieht so aus. Egal. Wir müssen darüber. Na dann, aufs Pferdchen und los geht's. Kommt Rollchen mit, oder nicht? Nicht? Nein? Gut. Dann bleibt sitzen. Mann. Hier sind aber viele Abgehangene. Euch. Ich weiß, dass es weht, aber wir müssen weiter. Thank you.
dieses Medaillon mehr als alles andere geliebt. Es muss hier sein. Mutter ist tot. Wir müssen weg, verdammt nochmal! Naja, such dir mal Medaillon. Gesegnete Akkarat. Naja. Euer Licht schütze uns. Erbliche Seelen. Nein. Ich bin noch nicht bereit. Da habe ich was gegen. Ich behalte meinen Schädel lieber bei mir auf den Schultern. Er macht das schon. Ich habe sie beten gehört, so wie wir es tun. Ein schaler Versuch, sich am Ende einer Klinge Erlösung zu verschaffen. Das Gebet einer Sünderin erreicht das Licht niemals. An die Arbeit, Rekrut. Stimmt denn mit den Leuten hier nicht? Wie viele Kultisten haben sie getötet? Wie viele Unschuldige? Genug. Was ist dir passiert? Mörder! Ihr habt die getötet! Ihr habt die getötet! Einer hat versucht zu entkommen, Sir. Blut vom Himmel. Keine sterbliche Magie ist so mächtig. Das ist schon gutes Omen. Haltet durch, Bruder. Nur noch ein kleines bisschen, dann ist alles vorbei. Genau. Und seid alle tot. Immer langsam. Wenn ihr jetzt sterbt, seid ihr für immer mit Elias am Baum gefangen. Das will doch niemand. Ich kam gut allein zurecht. Ein totes Dämonenwesen, das Wunden von Lorats Stangenwaffe trägt. Sehr gut, Lorath. Ich weiß nicht, aber er sollte hier sein. Es ist seine Armee auf dem Kreuzzug. Ich dachte, er wird schon irgendwo rumschlummern. So, was ist das für Regen? Tränen aus Blut tropften auf ein Wüstenjuwel. So lautet die Prophezeiung.
Wir werden Zeuge kosmischer Geschichte. Ich bin bereit. Endlich! Die Ritter plündern den Ort. Ist Lilith hier? Ja, so wie es der Baum gesagt hat. Der Regen, die Höllenbrut, alles kam aus dem Höllentor unter dem Stadtpalast. Sie hat den Weg geöffnet. Wenn sie die Essenz ihres Vaters aufnimmt, ist Sanctuario verloren. Das dürfen wir nicht zulassen. So, und ob wir das zulassen oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Liken, kommentieren, abonnieren, nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Urban Rock. Bye, bye.